geheiligt sei der Name Buddy und der andere. Was machen wir denn heute? Ja, Leute, es gibt ein Problem. Wir haben keine Game One-Ideen mehr. Ja, wir haben ja auch nur 307 Game One-Folgen gemacht. Ja, und wie viele Game Two-Folgen haben wir gemacht? Ja, 307. Oh. Ja, aber wir haben doch bestimmt noch Community-Ideen. Kann Miro nicht mal gucken? Nee, das haben wir noch nicht gemacht und damit fangen wir jetzt auch nicht an. Ja, dann war's das jetzt. Was meinst du damit? Game Two. Das war's. Das ist vorbei. Für immer. Für immer, immer? Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come. Okay, cut! Ja, geil, darf ich wieder mitmachen? Ich hab richtig Bock. Nee, sorry. Na, Miro, was geht? Ganz ehrlich, wieso tun wir es nicht einfach? Was jetzt? Ich meine, jetzt oder Neil, vielleicht ist das die letzte Gelegenheit dafür. Ja. Die Community wird's auch voll feiern. Glaubst du wirklich? Ja. Boah, ist aber ein bisschen. Wir können das nicht alleine machen. Wir brauchen das ganze Team dafür. Alles zusammen. Ja, na klar. Oh. Ein tiefes Pochen bebt durch deinen Kopf. Es ist fremd, schmerzhaft. Ihr geht es gleich. Ihr seid miteinander verbunden. Ein Gefühl von Scham beschleicht dich. Ihr spürt die Gedanken des anderen, als wären sie eure eigenen. Ach so, ein Baldur's Gate 3 Special, ja klar. Können wir ja machen. Ja, ich ruf dich dann an. Oder die anderen dich. Oder so. Ja, unangenehm, ne? Okay, Baldur's Gate 3 Special. Das beste Spiel des Jahres. Ja, des Jahres 2023. Und wir haben dazu noch nichts gemacht. Sowas hätte es bei uns damals nicht gegeben. Hey, Baldur's Gate 3 hat dreimal so viele Dialoge wie alle Herr-der-Ringe-Bücher zusammen. Ich meine, wo soll man denn anfangen? Naja, zum Beispiel bei der Charakterstellung. Ich meine, du kannst alle Bücher lesen. Interaktives YouTube-Video. Mann, Leute, wir fangen an wie bei jedem Review mit der Story. Es geschah 120 Jahre nach Teil 2. Da kamen Gedankenschinder herbei. Mit Larven gar grässlich, so dick wie mein Daumen. Hinter die Augen machten sie sich uns mächtig. Doch halt! Es naht Rettung. Die Githyanki auf Drachen. Sie speien ihr Feuer und das Schiff. Das geht krachen. Doch die Larve verbleibt. Sind wir befreit? Oder wird uns der Seelenraub dennoch ereilen? Verlockend die Kraft, die sie uns verleiht, die Gruppe vereint und dennoch entzweit. Drei Götter im Streit. Mann, Tim, um die bloße Hauptstory geht es doch gar nicht. Dieses Spiel will erlebt werden. Ja, aber worum geht's denn dann? Die Geschichte ist für jeden anders. Das beginnt schon bei der Charaktererstellung. Spielst du zum Beispiel einen Drow? Ich spiele einen Drow. Und zwar so richtig böse, weißt du, so ein Bad Boy. Verrucht, sexy. Und ich muss eigentlich gar nicht kämpfen, weil ich entwaffne die Leute schon mit meinem sexy Blick. Come check this.
Wow, hot. Aber ja, dadurch erlebst du die Story und die Welt ja komplett anders als ich mit meinem Paladin. Weil bei dem ist das ja so. Als Paladin muss man einen Schwur leisten. Von denen gibt es 3 mit unterschiedlichen Besonderheiten. Durch spezielle Handlungen im Spiel lässt sich der Eid brechen. Dann bist du ein heftig starker und düsterer Eidbrecher. Der gibt deiner Figur nochmal einen ganz eigenen Spin. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt ja noch 11 andere Klassen. Wie Mönch, Kämpfer oder Barde. Viele davon haben in den Subklassen interessante Spezialisierungen. Und dann ist da ja noch die Herkunft. Spielst du überhaupt deinen eigenen Charakter oder nimmst du lieber einen vorgefertigten Originalcharakter wie Gale oder Karlach, was auch seinen eigenen Charme hat? Diese Protagonistinnen und Protagonisten haben nämlich eine persönliche Geschichte, die du im Laufe des Abenteuers durch ihre eigenen Augen erlebst, anstatt als quasi Zuschauer an ihrer Seite. Da kommt die 3. Option ins Spiel, die beides kombiniert: Dunkles Verlangen. Hier kannst du dir deine eigene Heldin oder deinen Helden selbst gestalten und hast dein eigenes geschichtliches Laster zu tragen. Und ich kann dir sagen, Dark Urge Style ist absolut crazy. Da hört's aber noch nicht auf, im Gegenteil. Schon die Wahl der Rasse wirkt sich auf die eigenen Merkmale aus. Außerdem musst du dich auch noch für einen Hintergrund entscheiden. Bist du ein Scharlatan oder ein Volksheld oder doch ein Krimineller? Auch hier winken je nach Wahl verschiedene Boni, wie kostbare Inspirationspunkte, die du bekommst, wenn du in bestimmten Situationen deiner Herkunft entsprechend handelst. Vor allem, weil man auch noch an den Attributspunkten schrauben muss, wirkt allein die Charaktererstellung mit all seinen Möglichkeiten vor allem für Neulinge durchaus angsteinflößend. Und dabei haben wir noch gar nicht über den Look der Figur gesprochen. Es gibt allein 87 verschiedene Frisuren. Unterm Strich sind die Einstellungen zwar insgesamt überschaubar, aber es lassen sich dennoch richtig stylische Heldinnen und Helden basteln. Oder solche illustren Gestalten. Panik brauchst du aber keine haben. Tob dich nach Lust und Laune aus, denn selbst wenn dir nach 20 Stunden oder so auffällt, dass du mit deinem Charakter nicht so richtig zufrieden bist, gibt es die Möglichkeit, das Level oder auch die Klasse für 100 Gold zurückzusetzen. Man kann auf jeden Fall schon Stunden im Charaktereditor verbringen, weil du dir wirklich deine Heldin oder deinen Helden nach Maß schneidern kannst. Welche Klassen zockt ihr denn so? Oh, geil, endlich mal ein Paladin. Wow. Ich spiele einen Halbling, Barde. Eduard. Barde. Schick, gefällt mir. Ich spiele einen Hexenmeister. Auf Stufe 10 ist mein Eldritch Blast wie ein Maschinengewehr. Meine Hexenmeisterin heißt Heidi Kabel. Charisma 20. Was willst du da noch machen, oder? Da kannst du gar nichts tun. Oder was kannst du da tun, Matthias? Ich bin Zwerg. Cool. Also, wenn hier einer cool ist, dann ist es ja wohl Asterion. Lieber Asterion, als ich dich kennenlernen durfte, warst du mir nicht ganz geheuer. Vielleicht, weil du versucht hast, mich umzubringen, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Immer wieder hast du mir bewiesen, was für eine abgrundtief scheußliche Person du doch bist. Wer zur Hölle soll dich mögen? Wie konntest du mich nur mit einer verachtenden und hochnäsigen Weise verzaubern? Ob es darin liegt, dass du schon so viel Blut von mir gesaugt hast, dass ich nicht mehr klar denken kann? Saug, du Sau! Ich versuchte dir immer mehr zu gefallen, habe abscheulich Dinge getan, nur damit du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Es gibt nichts Süßeres für mich, als dir die Freiheit zu schenken, die du schon immer verdient hast. Und auch du hast mir etwas geschenkt. Du hast mich zu einem Scheusal gemacht. Und ich liebe dich dafür. Er ist einfach so ein tiefgründiger Charakter. Und ich könnte ganz ehrlich, er könnte mich auch aufsaugen. Ach ja. In wen habt ihr euch denn so verknallt? Er hat einfach alles verdient. Also Lazelle. Ich habe ein bisschen von Will geträumt, aber ich habe zu heiß. Nichts ist so flauschig, aber kann gleichzeitig so bestimmt zupacken wie ein Bär. Ja, okay, und dann haben wir halt diese eine Nacht zusammen verbracht. Es war echt schön bei der Party im Druidendorf. Und ich dachte, wir sind zusammen. Aber ich habe mich anscheinend getäuscht. Ich bums niemanden. Mein Paladin datet nur Gott. Was? Also warte mal, Baldur's Gate 3 ist doch keine Kack-Dating-Sim, Leute. Die Mutschen ist zwar ganz nett, aber nichts schmeckt so süß, wie selbst herauszufinden, wie weit die spielerische Freiheit wirklich geht. Aber der bumst Gott! In Baldur's Gate 3 konnte ich mich so schön austoben wie schon lange nicht mehr. Durch die vielen verschiedenen Klassen mit ihren ganz eigenen Stärken stehen euch über 600 Zauber zur Verfügung. Sich bei den ganzen Optionen nicht zu verskillen, ist schon eine Herausforderung für sich. Neben erlernbaren Zaubersprüchen gibt es außerdem auch Waffen und Kleidungsstücke, die euer magisches Arsenal deutlich aufstocken. Natürlich ist es wichtig, im Kampf die Gegenseite schwindelig zu zaubern. Den größten magischen Spaß hatte ich allerdings außerhalb des Kampfes. Nehmen wir zum Beispiel den Stillespruch. Wer in dieser Sphäre steht, kann keine Zauber mehr wirken. Schon mal geil.
Was aber noch schärfer ist, niemand kann hören, was in der Stille-Blase passiert. Sich so lästige Wachen vom Leib zu halten und innerhalb der Sphäre eine Tür zu knacken, um in private Gemächer einzubrechen, das löst das gewisse Etwas in mir aus. Oder wie wäre es mit Eddies schmierigen Schweinefett? Die Fettpfütze ist nicht nur leicht entzündbar, sondern auch verdammt glitschig. Meinen ganz persönlichen Big-Brain-Moment hatte ich allerdings bei diesen beiden Statuen. Schnell war klar, dass ich die beiden Dinger in die richtige Position drehen muss. Eine von beiden war aber blockiert. Ich hätte bestimmt mit einem barbarischen Stärkecharakter die Dinge passend kloppen können, aber wenn etwas nicht so ganz will, soll ein bisschen Fett bekanntlich helfen. Also Statue eingeölt und voila, selbst mein dünnarmiger Magier konnte die Statue flutschig umdrehen und damit eine Geheimtür öffnen. Die Möglichkeiten, sich clever anzustellen, hören kaum auf. Ihr könnt euch beispielsweise in eine Rauchwolke verwandeln, um durch kleine Öffnungen zu schlüpfen, oder Kisten aufeinander stapeln, um von erhöhter Position mehr Schaden auszuteilen. Natürlich könnt ihr auch explosive Fässer sammeln, wie diese mittlerweile vier weltberühmten Halblinge. Mein absoluter Lieblingszauber ist allerdings, mit den Toten zu sprechen. Fünf Fragen werden euch gewährt, um an möglicherweise wertvolle Informationen zu gelangen. Logischerweise wollen manche eurer Opfer nicht mit ihrem Killer reden. Also Illusionszauber auspacken, euch als jemand anderes ausgeben und sogar noch die Toten überlisten. Absolut köstlich. Ich rate euch also dringend, die Körper, die euren Weg pflastern, nicht einfach nur kalt links liegen zu lassen. Oh geil, eine Leiche. Wer bist denn du? John, der Schreiber. Für wen schreibst du denn so? Für Game 2. Ah, der Verein. Wo bleibt denn das Baldur's Gate 3 Special? Du bist mittendrin. Nice, okay. Hast du irgendwo noch Wertsachen rumliegen? Ich hab doch gesagt, dass ich bei Game 2 arbeite, Digga. Oh. Wo sind denn die reichen Leichen? Naja, was sind denn so eure Lieblingszauber? Ja, man kann sich in jede spielbare Rasse verwandeln. Wie geil ist denn das, wenn du auch mal mit jemand anderem bumsen möchtest zum Beispiel? Ja, okay, aber Schweinefett auf dem Boden und alle fallen einfach um. Ja, also Eddies Fettpfütze ist ja ganz niedlich, aber der beste Zauber ist natürlich göttliche Führung. Ey! Nichts gegen Schweinefett! Willst du dich kloppen? Kein Problem, das ist das Geilste an Baldur's Gate. Ich liebe die Herausforderung und den Anspruch. Wenn meine Truppe mal wieder einer scheinbar übermächtigen Horde an Feinden gegenübersteht, weil mein Paladin unbedingt eine dicke Lippe riskieren musste und ich am Ende trotzdem blutverschmiert auf dem Schlachtfeld triumphiere, fühlt sich das einfach fantastisch an. Baldur's Gate 3 stellt mich nämlich richtig auf die Probe. Das ist nicht wie bei einer klassischen D&D-Runde, wo ein Dungeon Master auch mal sowas wie Rücksicht zeigen kann. Nein, hier werde ich für jeden Fehler eiskalt bestraft. Und wenn so ein dummer Goblin einen aus meiner Party in den Tod schubsen kann, dann macht der Goblin das auch. Das Tolle an der Sache ist, ich kann das auch. Und das ist für mich das Schöne an dem Gekloppe. Natürlich gibt es die offensichtlichen taktischen Vorteile, die ich ausspielen kann. Sowas wie Fernkampfwaffen auf einer erhöhten Position, wodurch ich eine höhere Reichweite und mehr Genauigkeit bekomme zum Beispiel. Aber es gibt auch so viele untypische Komponenten, die aus dem Schlachtfeld eine Spielwiese der kreativen Verkloppung zaubert. Ihr seht eine vom Dachbalken hängende Feuerschale? Na dann schießt die Kette kaputt. Schmeißt für eine besonders lodernde Stimmung am besten noch eine Ölflasche hinterher. Oder alternativ, zaubert Schmieren. Da war zum Beispiel mal ein Kampf gegen einen superstarken Fiesling. In dem erinnerte ich mich daran, dass ich ja vorher in einer Kiste diese mysteriöse Eisenflasche fand, die im Inventar Staub fängt. In der Itembeschreibung steht, eine Flasche, die Freunde und Feinde aufnehmen kann. Worauf ich mir dachte, ja perfekt. Also schmiss ich diese Flasche auf diesen Obermotz mit dieser diebischen Vorfreude, den Kampf gleich im Sack zu haben. Nur um Zeuge zu werden, wie ein riesiger Stufe 5 Beobachter aus dem Gefäß platzt und die ganze Situation für alle Beteiligten dadurch dann nochmal chaotischer wurde. Herrlich. Ja, die Kämpfe sind knallhart und schon auf der normalen Schwierigkeitsstufe ziemlich fordernd. Die vielen Zauber, Angriffsoptionen und Möglichkeiten wirken anfangs einschüchternd. Und es braucht ein bisschen Zeit, bis die Zahnräder des Krieges so richtig ineinander greifen. Man darf auch nicht vergessen, dass man ein bisschen den Regeln des Spiels ausgeliefert ist. Es wird ja alles im Hintergrund ausgewürfelt. Von der Initiative bis zum Schubsen. Das kann dann manchmal so sein wie bei XCOM. Die Erfolgschance ist hoch, aber die Würfel sagen nein. Aber so ist das Leben in Baldur's Gate nun mal. Aus dir
Mach ich. Götterspeise! Du hast dich also für Schmerzen entschieden. Divina Dolorem! Ja, das Kämpfen hat was, aber richtig geil ist es, sich doch aus den Sachen rauszureden. Du erzählst was über Rausreden? Was hat dein Zwerg? Charisma 8? Ich hab Charisma 20. Das ist doch keine Silberzunge, ich bitte dich. Ruhig, Brauner. Wie ruhig, Brauner? Ich fackel dir den Bart an, du Zwergpinscher! Geil, net 20. Du willst nach Hause gehen und dein Leben überdenken. Ich will nach Hause gehen und mein Leben überdenken. Das ist eine fantastische Idee. Ich könnte Vampir werden oder irgendwas. Ja, ja, ja. Gerade in Baldur's Gate 3 das Schwert stecken zu lassen, ist ziemlich köstlich. Ja, die Dialoge in Baldur's Gate 3 machen den Bärenanteil des Spiels aus. Kein Wunder also, dass sie extrem gut geschrieben und filmreif synchronisiert wurden. I'll tell you a story, true soul. About a man who sold himself piece by piece. He had everything. Eine Gretchenfrage folgt der nächsten und ihr seid dabei vor Entscheidungen gestellt, die ein spürbares Gewicht und teils unabsehbare Konsequenzen haben. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Wer sich aber schlau anstellt, kommt zum Beispiel in den Genuss, in dieses Horn zu blasen, um im Notfall eine Verstärkung der Extraklasse zu erhalten. Manche Kreaturen könnt ihr sogar besiegen, ohne euer Schwert auch nur einzusauen. Über 147 Stunden an Dialogen sollen in dem Spiel schlummern. Unmöglich also beim ersten Mal alles zu erleben. Während ich diese Zeilen schreibe, denke ich jetzt schon darüber nach, wie sich mein zweiter Spieldurchlauf gestalten könnte. Natürlich spielt der Zufall in Form eines schicksalsträchtigen 20-seitigen Würfels eine große Rolle. Vor maßgeblichen Entscheidungen sollte das Würfelglück euch nicht verlassen. Erreicht ihr nicht die geforderte Zahl, kann sich der Lauf eurer Geschichte drastisch verändern. We'll see about that. Zum Glück könnt ihr mit diversen Charakterboni oder Zaubern, wie der treuen göttlichen Führung, eure Würfelchancen verbessern. Mit Inspiration, die eure Charaktere in Schlüsselmomenten sammeln, könnt ihr bei einem Fehlwurf sogar nochmal würfeln. Wer maximal im Rollenspiel abtauchen will, sollte aber zumindest dem Drang widerstehen, einen Spielstand neu zu laden. Irgendwann ist nämlich auch in Baldur's Gate der letzte Würfel gefallen und man sollte einfach mal lernen, mit seiner Entscheidung zu leben. Du schreibst jetzt weiter, habe ich gesagt! Du hast einen weiteren Tag Arbeit mit künstlicher Intelligenz extrem verkürzt. Die anderen in der Redaktion sind nicht so schlau. Sie schreiben alles selbst. Ein früher Feierabend wäre für dich jetzt genau das Richtige. Ich dann auch. Dein verfrühtes Zusammenpacken zieht Aufmerksamkeit auf dich. Du solltest jetzt vorsichtig sein. Ich glaube, John denkt, keiner kann ihn sehen. Was? Wo? John? Ist niemand. Hallo? Na gut, sind wir mal ehrlich. Manchmal ist das Neuladen eines Spielstands einfach zu verführerisch. Erleben wird man trotzdem nicht alles. Wer Angst hat, Dinge zu verpassen, wird in Baldur's Gate kein Auge zumachen können. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich dieses magische Portal nicht... Das defekte Portal da im Stein war mir viel zu heikel. Steckt auch nicht meine Hand da rein. Ja, aber du merkst schon, dass du damit einen wichtigen Hauptcharakter einfach mal nicht kennengelernt hast, oder? Also ich hab die Hand von dem Magie-Junkie abgeschnitten. Dark Earth-Style. Ach, der Magier wird schon ohne seine Hand zurechtkommen. Und wenn nicht, ist mir es eigentlich auch Latte. Denn wer sich in Baldur's Gate 3 ganz der dunklen Seite hingibt und ohne Rücksicht auf Verluste die Bewohner von Faerûn niedermetzelt, wird schnell auf den blutigen Geschmack kommen. Wirklich, das Team Valerian hat an alles gedacht. Sogar an Leute, die eben keinen Bock haben, den langweiligen Helden zu spielen. Der Dark Urge ist ein Charakter, der sich durch seine maximal düstere Geschichte komplett von allen anderen Charakteren unterscheidet.
Das Spiel belohnt mich sogar noch, indem beispielsweise der Goblin-Butler Skeleritas Fehl erscheint und meine kranken Mordgelüste so richtig abfeiert. Herrlich. Außerdem muss ich nicht lange mit irgendjemandem quatschen, das Ende ist ja klar, Tod und Hass. The death of a child. A timeless tragedy that never grows old. Klar, es ist möglicherweise für manche etwas unangenehm oder verstörend, sich so zu verhalten, aber im Spiel einen treuen Wegbegleiter im Schlaf zu zerstückeln, nachdem man ein paar Stunden vorher ein romantisches Date mit ihm hatte, macht mir einfach zu viel Spaß. Das ist ja absolut krank. Ja, ich weiß. Tja, ihr Schnuckis, es gibt halt keinen falschen Weg, Baldur's Gate 3 zu spielen. Stimmt, ich spiele zum Beispiel einfach alles rundenbasiert, also auch den paar zwischen den Kämpfen. Und dann gehe ich mit meiner Truppe los und sie schleichen alle, um die Boni zu kassieren. Und dann gucke ich halt schon außerhalb der Kamera, um zu sehen, ob da irgendwas drin ist. Okay, vielleicht gibt es doch eine Art, falsch zu spielen. Ja, vielleicht, aber was Miri sagt mit der Kamera, das ist technisch auf jeden Fall krass. Die bietet nämlich enorm viele Freiheiten. Man kann sie nicht nur ziemlich weit von der Gruppe wegbewegen, sondern auch richtig nah ranzoomen. Wenn man einen Controller anschließt, lässt sich Baldur's Gate 3 praktisch in Third-Person-Perspektive erleben. Und dass die hauseigene Divinity 4.0 Engine das mitmacht, ist schon bemerkenswert. Für so viel Weitsicht ist sie ja eigentlich gar nicht gemacht. Und es geht noch weiter. Mit Controller am PC oder auf der PS5 steuert man Figuren direkt mit dem Analogstick, anstatt indirekt per Mausklick. Und auch sämtliche Anzeigen wurden angepasst. Die Teufelskreismenüs und das Inventarmanagement können einen zwar manchmal in den Wahnsinn treiben, aber immerhin wurde sich hier wirklich Mühe gegeben, die Controller-Option möglichst schmerzfrei zu gestalten. Und auch grafisch muss man auf der PS5 kaum Abstriche machen. Hier kommt dem Spiel zugute, dass es zum Großteil ziemlich ressourcenschonend ist und selbst auf schwächeren Systemen erstaunlich gut läuft. Raytracing oder andere High-End-Spielereien gibt's hier zwar nicht, dafür aber hübsch designte und äußerst detaillierte Level und Figuren, eine aufwendige Inszenierung in Dialogen und Cutscenes und vor allem eine vollumfängliche Vertonung. Don't forget to like and subscribe. Whatever that means. Auf Englisch wohlgemerkt. Ja, ein paar Abstriche muss man eben selbst bei Baldur's Gate 3 machen, vor allem im letzten Akt, wo die Performance deutlich in die Knie geht. Seit Release wurde daran in Patch 2 und 3 aber schon ordentlich geschraubt. Und mittlerweile ist sogar die Version für macOS erschienen. Das allein ist schon eine echte Seltenheit. Nicht mal Diablo 4 wurde für Mac released, wie Whoopi Goldberg treffend bemerkt hat. Und Diablo 4 hat auch kein ans Eingabegerät angepasstes User-Interface, wie alle PC-Spieler treffend bemerkt haben. Naja, dafür gibt's bei Baldur's Gate 3 keinen Koop-Modus. Scherz, gibt's natürlich doch. Sogar einen lokalen Couch-Koop. Und selbst der läuft stabil in 1440p mit 30 Frames ohne nennenswerte Abstriche. Oh ja, Koop war echt das Beste damals. Sich zu zweit von der Couch aus durch die von Monstern verseuchten Dungeons zu schnetzeln, war schon echt fantastisch. Klar, mehr als draufhauen, blocken oder zaubern konnte man nicht, aber es hat trotzdem gereicht, um wieder neue Durchläufe starten zu wollen. Neben der stumpfen Monsterhackerei gab's immerhin noch Level mit Fallen, Plattformabschnitten und natürlich haufenweise köstlichen Loot. Wobei das Beste dabei immer war, sich gegenseitig die Beute zu klauen und seinen Mitspieler großzügig die ausrangierten Waffen mitzupfeffern. Inszenatorisch war das sogar für die damaligen Verhältnisse ziemlich hochklassig. Es gab einen Erzähler, komplett vertonte Figuren, eine sehr atmosphärische Soundkulisse und, ja gut, etwas steife Cutscenes. Aber den Charme konnten sie Dark Alliance trotzdem nicht nehmen. Danke euch. Und deswegen ist Baldur's Gate Dark Alliance. Ich war noch nicht fertig. Und außerdem reden wir hier über Baldur's Gate 3 und nicht Dark Alliance. Auf jeden Fall ist das für ein CRPG echt krass. Wofür steht CRPG eigentlich? Was? Keiner von euch weiß, was ein CRPG ist? Bist denn du? Na gut, CRPG oder Computer Role-Playing Game ist ein relativ verwirrender Begriff. The Witcher 3 ist zum Beispiel ein Rollenspiel, das man auch auf dem Computer spielen kann, ein CRPG ist es deshalb aber nicht. Der Begriff entstand vielmehr, um Games zu beschreiben, die von Pen-and-Paper-Rollenspielen wie Dungeons & Dragons inspiriert sind. Spiele wie Ultima oder Wizardry waren frühe Ableger dieses Subgenres, das mit Baldur's Gate 2 meiner Meinung nach seinen absoluten Höhepunkt erreichte. In diesem Fall sogar mit der originalen Dungeons & Dragons Lizenz. Teammitglieder mit ausgearbeiteten Persönlichkeiten und Storylines, taktische Kämpfe, Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen und vor allem die isometrische Ansicht waren schon damals die Erkennungsmerkmale eines CRPGs. Lange war es seitdem ruhig um das Genre, bis Spiele wie Pillars of Eternity oder Disco Elysium es in den letzten Jahren auf die Bildfläche zurückbrachten. Vor allem die Larian Studios, die mit der Divinity-Reihe an der Perfektion des CRPG-Spielprinzips werkelten, stachen hervor.
Spätestens mit Baldur's Gate 3 sind sie nun in den Olymp der Rollenspielstudios aufgestiegen. Aber was macht Larian denn jetzt so anders, dass andere Entwicklerinnen und Entwickler sogar darauf hinweisen müssen, dass Baldur's Gate 3 eine Ausnahmeerscheinung ist? Well, I'd like to license Baldur's Gate 3. Hey Sven, wir haben ein Problem. Wir haben noch 3037 Quests für Baldur's Gate geplant. Das Spiel wird einfach viel zu groß bis zum Release. Hey, 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 es gibt kein zu großes Spiel. Es gibt nur zu wenig Entwicklungszeit. Verlängere unseren Early Access um 2 Jahre. Aber wir waren doch schon 3 Jahre im Early Access. Wir sind 3 Jahre im Early Access. Dann ist es Zeit für eine Gehaltserhöhung. Nimm dir so viele Goldmünzen, wie du brauchst und mach den Rest der Woche frei. Wow! Danke, Sven! Tschüss. Ciao. Es ist Waffeltag. Waffeln! Oh, bei uns ist eigentlich jeden Tag Waffeltag. Das stimmt. Leute, was ist denn los mit euch? Ihr seht total gestresst aus. Ach Sven, was, wenn Baldur's Gate 3 kein Erfolg wird und wir alle unsere Jobs... Baldur's Gate 3 wird das beste Spiel der Welt. Auch wenn es Jahrhunderte dauern wird. Hey Nerds, Bock auf Rave? Ich könnte auch Rave, ja. Schon Rave? Ja, okay, ganz so wird es wahrscheinlich nicht abgelaufen sein. Larian hat schon sehr viel riskiert mit Baldur's Gate 3. Wie zum Beispiel die beinahe 3 Jahre lange Early Access Phase. Die wurde genutzt, um das Classic, ich meine das Computer-RPG zu schleifen und Feedback von der Community einzuholen. Das ist für so ein Projekt dieser Größenordnung absolut nicht selbstverständlich. Es hätte bei Baldur's Gate 3 eine Menge schief gehen können. Stattdessen wurde es zum Triumphzug. Sei es die wunderbare Charaktergestaltung und Entwicklung, dass sich mein Protagonist auf verschiedene Art entfaltet, je nachdem, was ich mit ihm erlebe, ist in der Form sogar für das Genre etwas Besonderes. Sei es durch die tollen Gespräche, die interessant geschrieben sind und gleichzeitig massig Freiräume bieten, damit ich die Rolle meines Charakters ausleben darf. Die unzählig vielen Quests, die auf billige Bringdienste pfeifen und mich stattdessen fast immer in aufregende kleine Abenteuer verwickeln. Obendrauf die Kämpfe, die mich nicht an die Hand nehmen, sondern fordern und mich nicht nur mit Erfahrungspunkten und Loot, sondern auch tonnenweise Dopamin belohnen. Natürlich ärgert mich hin und wieder Bugs und Technikungereimtheiten, aber dank regelmäßiger Patches wurden die mit der Zeit immer weiter ausgebügelt. Kurz vor der Veröffentlichung, als bekannt wurde, wie groß das Spiel sein wird, hatte ich ein bisschen Bammel, dass sich Larian Studios vielleicht etwas verhebt. Aber ich muss sagen, Baldur's Gate 3 ist ein heißer Kandidat für das Spiel des Jahres. Auch wenn der dritte Akt echt noch ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Ja, auch wenn die Larian Studios seit Release fleißig einen Patch nach dem anderen raushauen, die neben technischen Mängeln, Komfortverbesserungen, auch noch storyrelevante Questabschnitte reparieren, gibt es im finalen Act von Baldur's Gate 3 hier und da immer noch Stolpersteine. Die Stadt mit all den verschiedenen Storysträngen, die hier zusammenfließen, fühlt sich beinahe schon vollgestopft an. Das hat mich in manchen Abschnitten echt überwältigt. Der natürliche Entdeckertrieb, den ich in den ersten beiden Akten spürte, wird im dritten mit einem Gefühl des Abarbeitens und Abhakens abgelöst. Man reist nicht mehr, sondern läuft den Dingen hinterher. Der abenteuerliche Trip nach Baldur's Gate ist im Vergleich einfach glanzvoller als das alles zusammenfassende Ende in der Stadt selbst. Und trotzdem, von Stunde 0 bis 200 ballert euch das Spiel mit spannenden Geschichten, packenden Kämpfen, atemberaubenden Locations und unvorhersehbaren Ereignissen zu, dass eure Kinnlade permanent bis zum Boden hängt. Es hört einfach nicht auf, Spaß zu machen. Und gleichzeitig wisst ihr, dass ihr in eurem ersten Durchgang bedingt durch eure Entscheidungen eine ganze Menge nicht sehen werdet. Baldur's Gate 3 liefert deutlich mehr, als im Vorfeld irgendjemand hätte erwarten können. Und dass die Larian Studios an diesen extremen Ambitionen nicht gescheitert sind, darf man als ein kleines Wunder bezeichnen. Vor allem dann, wenn man sich vor Augen führt, wie viele teils namhafte Spieleprojekte in den letzten paar Jahren wegen schlechtem Management in die Binsen gegangen sind, obwohl sie nicht mal halb so komplex waren. Womöglich kann man Baldur's Gate 3 nicht jedem empfehlen. Man braucht schon ein Faible für rundenbasierte Kämpfe, ausufernde Dialoge und Dungeons & Dragons Fantasy. Aber wer es nicht spielt, der verpasst halt einen alles in den Staub tretenden Ausnahmetitel, wie es ihn nur alle 20 Jahre mal gibt. Hey Leute, ich hab's. Es ist anscheinend vollkommen okay, wenn man ein altes, zeitloses Konzept nochmal neu auflegt. Also,
auch beim dritten Mal. Man passt es ein bisschen an und modernisiert es und die Leute feiern es trotzdem. Versteht ihr? Wir brauchen überhaupt keine neuen Ideen. Wir nehmen die alten einfach nochmal. Ja. Völlig dumm, fällt mir jetzt erst auf. Baldur's Gate 3 ist ja auch das dritte. Also sozusagen, dann können wir ja auch... Versteht ihr? Macht alle Sinn, ne? Ich kenne da so ein tolles Spiel. Du musst es unbedingt mal ausprobieren. Ja, dieses Spiel ist super geil. Spiel es doch mal auch mal an, denn es macht riesen Fun of Fun. Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Spiel es auch mal an, denn es ist ein super Erlebnis. Ja, tu es nun. Kauf es dir. Die Rocket Beans haben's auch Let's Played. Und ich sage dir, habe Spaß damit, denn es macht wirklich Fun. Und ich sag dir's, kauf es dir nun, nur 70 Euro. Baldur's Gate, ja, Baldur's Gate 3, ja, das beste Spiel des Jahres. Ja, des Jahres 2023, Baldur's Gate, ja, Baldur's Gate 3, ja, das beste Spiel des Jahres, ja, des Jahres 2023,